Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder Valheim zusammen mit Potato, der zweite Part. Und viel Spaß. Und es ist, muss ich euch jetzt kurz sagen, 8:30. So früh habe ich noch nie geschnitten. Ja, egal. Wir legen jetzt los auf dem Floß mal wieder. Eine okay. Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Werden alle sterben. Yay. Das war schief. Wir werden es sehen, immer. Echt. Das sah gerade ein bisschen aus, als würden wir gleich runter. Ja, das Floß ist so nicht so ideal zum Fahren. Das ist nicht ganz so gut. Ich bin gerade erstaunt, dass wir es so weit geschafft haben. Ich dachte schon, wir sterben. Nö. Noch nicht. Was ist das für ein Schatten? Alles ist. Aber jetzt gleich. Was? Hast du schon Angst oder was? Boah. Okay. So. Hier habe ich noch nicht so viel gebaut aus so einer Mauer. Und ja, die Truhen sind leer. Die Truhen sind leer. Das Coole ist, wenn du da nicht bist, dann zerfällt das eigentlich auch erstmal nicht. Ist also nur, wenn du da bist, dass das dann auch baufällig wird und so. Ah, okay. Oh, Entschuldigung. Du hast übrigens kein Bett hier, gell? Ja, ich weiß. So. Das wird bitterlich enden. Ich tue aber mal meinen Wiesbaum-Punkt da machen, gell? Da ist schon, da steht schon jemand. Ach nee. Was? Nur diese kleinen Dinger. Alles gut, alles gut. Wieso kriege ich so schnell Panik? Ich habe keine Ahnung. Gut. Okay. Wo müssen wir hin? Ich habe mich gerade erschrocken, weil da ein Vogel war. Mein Gott. Oh Gott. Hast du ja auch schon einen Grillplatz, ja, ne? Ja. Dann gerade mal hier so ein paar Nixen hier gefangen. Hier ist auch übrigens, guck mal hier, Zinnvorkommen. Das kann man dann abbauen mit dieser Spitzhacke, mit diesem, was du gerade bekommen hast. Ja, wenn ich wissen würde, du bist da hinten. Ich habe gerade gar nicht gesehen, was du machst. Hier auf dem Boden, da wo die Tanne ist, siehst du? Da ist Zinnvorkommen, siehst du das hier? Mhm. Da? Ja. Und das kannst du dann mit dieser Spitzhacke abbauen. Und auch Kupfer, das gibt's aber, das ist aber meistens größer. Das sind wie so Riesensteine. Wo ich ja jetzt noch nicht machen kann. Mhm. So, da ist ein Feuerchen. Okay. Ach so, da muss ich noch das Ding drüber machen. Oh, ich muss mal eben Baum fällen, damit wir hier herstellen. Und so. Genau, vielen Dank. Bitte. So, gibt es doch gleich was zu essen? Was zu essen? Ja, sicher. Man hat auch schon wieder Hunger hier. So, warte mal. Die Skelette, die muss man in die Richtung. Das habe ich mit SK gemacht. Markiert. Ach, ich freue mich, gleich mit dir zu sterben. Das wird passieren, ja. Oh. So. Das wird bitterlich enden. Ich tue aber mal meinen Wiesbaum-Punkt da machen, gell? Da ist schon, da steht schon jemand. Ach nee. Was? Nur diese kleinen Dinger. Alles gut, alles gut. Wieso kriege ich so schnell Panik? Ich habe keine Ahnung. Gut. Okay. Wo müssen wir hin? Ich habe mich gerade erschrocken, weil da ein Vogel war. Mein Gott. Oh Gott. Hast du ja auch schon einen Grillplatz, ja, ne? Ja. Dann gerade mal hier so ein paar Nixen hier gefangen. Hier ist auch übrigens, guck mal hier ist Zinnvorkommen. Das kann man dann abbauen mit dieser Spitzhacke, mit diesem, was du gerade bekommen hast. Ja, wenn ich wissen würde, du bist da hinten. Ich habe gerade gar nicht gesehen, was du machst. Hier auf dem Boden, da wo die Tanne ist, siehst du? Da ist Zinnvorkommen, siehst du das hier? Mhm. Da? Ja. Und das kannst du dann mit dieser Spitzhacke abbauen. Und auch Kupfer, das gibt's aber, das ist aber meistens größer. Das sind wie so Riesensteine. Wo ich ja jetzt noch nicht machen kann. So, da ist ein Feuerchen.
Okay. Ach so, da muss ich noch das Ding drüber machen. Oh, ich muss mal eben Baum fällen, damit wir hier herstellen. So. Genau, vielen Dank. Bitte. So, gibt es doch gleich was zu essen? Was zu essen? Ja, sicher. Man hat auch schon wieder Hunger hier. So, warte mal. Die Skelette, die muss man in die Richtung. Das habe ich mit SK gemacht. Markiert. Ach, ich freue mich, gleich mit dir zu sterben. Das wird passieren, ja. Hier drin habe ich hier aber nichts. Werkbank, da kann ich die Sachen kurz reparieren, wie den Hammer. Ach ja. Ja, alles repariert. Pfeile habe ich 48. Da muss ich mal eben was fällen. Guck jetzt mal. Obwohl, jetzt vorzulaufen wäre keine gute Idee ohne dich. Das ist ein Wildschwein. Zack. Aber ich weiß doch, ich bin hier mit einem richtig niedrigen Level hierher gefahren. Ich glaube, da hatte ich noch nicht mal irgendeine Rüstung. Und dann habe ich das Monster gesehen. Ich habe ihn ein Hit gegeben und ihn halt einfach fast gar nichts abgezogen. Yep. Das ist kacke, wenn man so niedrig gelevelt ist hier. Dann stirbst du relativ schnell. Jupp, das stimmt. Wir müssen da lang. Geradeaus. Und dort lauert der Tod. Okay. Dummbidumm. Ah. Rotzwerk. Rotzwerk. Das sind Blaubeeren. Das sind Blaubeeren. Mhm. Warte, wir müssen doch da lang. Kein Kupfer, was ist das denn hier? Kann es sein, dass Kupfer relativ selten ist? Also. Und jetzt habe ich gerade aus, ist da meine Freundesliste drauf. Wo manche echte Namen sind mit Nachnamen. Das heißt, da darf ich schön was überlegt. So. Jupp, hier müsste es gleich sein. Da ist die Krypta. Jupp. Hol mir da in einer anderen Folge rein oder willst du das noch die machen? Mir ist egal. Oh, das ist ein Blaubeer, warte mal eben. Warte, ich weiß ja nicht, wie groß das Ding ist. Wir brauchen jetzt erstmal eine Fackel. Warte mal kurz. So, eine Fackel herstellen. Nur eine halbe Fackel. Stellen wir mal hier drunter. Was bringen eigentlich diese Dinger da, diese Leuchten? Die brauchst du später zur Metherstellung. Kannst du schon mal sammeln, das ist gut. Die brauchst du nämlich sehr oft. Mach ich hier mal auf zwei, oder wollen wir ganz kurz hier was aufbauen, wo wir ganz kurz ein Bettchen machen? Für Wiesbaumpumpen. Ist das äußerst bescheiden, warte mal kurz. Oder in der Nähe, wenn man stirbt. Hier unten ist das so schön flach. Ja, mal eben hier was fällen. Ich mach hier mal eine Werkbank hin. Ja. Zack. Hashima braucht ja noch ein Dach, gell? Alles. Das bist du erstmal mit beschäftigt jetzt mit dem Aufbauen. Kiefer bringt doch aber anderes Holz. Ja, da hast du viel Kernholz dabei, ne? Ja, aber Kernholz bringt ja gerade, glaube ich, nichts. Kann man ja keine Wände damit bauen. Du kannst dir diese kleinen Tannen wegdonnern, dann kriegst du nur normales Holz. Oder den hier, ich dachte, da gibt's auch normal. Nein, das ist auch kein Holz. Ja. Ist das nicht kein Holz?
Ist das hier Kernholz? Ah, wo sind die kleinen Tannen? Ah, wo sind die kleinen Tannen? Da ist eine kleine Tanne. Da ist noch Blaubeeren. Da ist hier noch Blaubeeren. Fall um, du Tanne. Fall um, du Tanne. Komisch, jetzt läuft alles wieder auf. Komisch, jetzt läuft alles wieder auf. Ich hatte das Gefühl, es war wegen Speicherplatz. Ja, keine Ahnung, was da teilweise diese Programme immer haben. Ich habe damals am Anfang, was ich so gemacht habe, noch lange vor Flammherz, habe ich mir die Putsch damals gekauft. Das war ein Aufnahmeprogramm. Damit kam ich null mehr zurecht. Das war anfangs richtig gut. Bis dann kam irgendein Update, wo alles komplett verändert hat, weil alles komplett zum Abstürzen gebracht hat. Ja, manchmal ist das komischer. Wenn gute Sachen werden, dann hast du nur noch Patch und dann hast du nur noch Müll. Auf Deutsch gesagt. Das Ding echt hat schlimm. Ja, und das Ding hat Geld gekostet. Ich glaube 80 Euro. Das war nicht schön. Ärgerlich. Bei OBS, das ist ja kostenlos und ist ja auch relativ gut. Auch wenn es ab und zu abstürzt. Ja, das stimmt schon. Jetzt habe ich die Werkbank abgebaut, jetzt kann ich die Wände nicht mehr abreißen. Das ist immer total geil. Wir brauchen jetzt, warte, ich hole mal erstmal eine Werkbank hierher. Ich mache die jetzt einfach mal hier hin. Irgendwo hier. Irgendwo. So. Nehmen wir jetzt mal das Hämmerchen. Hier. Zack. Ich tue mal ganz kurz den Baumstab, obwohl den brauchen wir gar nicht wegmachen. Was für ein Dach benutzen wir denn? Weil ich habe nämlich gesehen, mit Holzboden, das ist ja dennoch als kein Dach zählt. Nee, das ist ein normales Dach. Ganz normales Dach. Jetzt müssen wir nur einmal gleich kurz die Betten wieder umstellen mit dem Kamin. Warte. Dann mache ich hier einen Kamin hin. Ich lass dich mal machen. Man muss sich nicht bauen. Ich hab keinen Plan, was du bauen willst. Wie du das machen willst. Ich farm Holz, okay? Okay, ich hab auch kein Holz. Fällt mir gerade ein. Was hab ich jetzt gemacht? Muss ich erstmal wieder meinen Hackeball nehmen. Ich und mein Holz. Yep. Hier liegt noch mehr Holz rum. Aber ist das nicht Kernholz? Nee, wenn das so alt ist, dann ist das nur normales Holz. Diese alten Dinger hier. Die alten Stämme, die hier rumliegen und vergammeln. Da kriegst du aber auch nicht von einem Retter raus.
Zack. Ups, jetzt habe ich es wieder eingesammelt. Oder nee, das hast du eingesammelt. Ja, du kannst auch solche Holzhaufen machen, ne? Wenn du genug hast. Die kann man dann ja. Und dann. Was war das denn wieder für Leck? Jetzt hast du es, glaube ich, eingesammelt. Komm. Put. Ich habe kein Holz mehr. Ja, ich guck mal, wie weit ich jetzt komme. Ich habe Kernholz. Kernholz ist immer gut, ja. Oh nein, jetzt ist das hier. Jetzt komme ich hier nicht durch die Tür. Was ist das denn für ein Scheiß? Ach, ich hasse diese Tür. Das verstehe ich auch nicht. Warum gibt es denn so kleine Türen, wo man nicht durchkommt? Das ist echt ätzend, ne? Da musst du echt so eine Portaltür reinmachen. Ja, habe ich die? Achso, du meinst die Garde. Ja, die habe ich jetzt gerade da reingemacht. So, ich mach mal eben den Kamin hier fertig. So. Damit wir da auch dann. Ja, ich hol wieder Holz. Okay. Wenn ich jetzt auf dem Weg sterbe, gell? Ich kenne mich. Das kann möglich sein, ja. Och, ne. Das sind schon Viecher. Echt? Hm. Da muss ich mich ein bisschen beeilen, ja. Ah! Alter. Hilfe! Bitte nicht sterben. Boah, ich muss ja nur von dort hinten wieder herdappen. Das heißt nur, das ist voller Vieh. Okay, hier ist Holz. Das hier ist Zinnvorkommen. Zinn. Okay. Das brauchst du auch. Wie gesagt, da kannst du diese Hacke abbauen. Die du von dem komischen Hirsch da. Ja, ich glaube, ich hab's nicht dabei. Nope. Ich habe jetzt mal überlegt, bei dem Kampf, das müssen wir wohl oder übel dann halt von deiner Sicht nehmen. Aber das hier jetzt alles kann man ja immer noch von meiner Sicht her nehmen. Kann man ja machen. Ja, die Leute verstehen das schon. Die werden mir jetzt nicht den Kopf abreißen. Ach, was. Glaube ich auch nicht. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Wieso komme ich denn jetzt da nicht hoch? Verdammte Tat, Alter. Ich hasse es. Das Bauprinzip, das ist echt. Das Baumenü, das ist so furchtbar. Jetzt kommt ja auch noch wieder so ein komischer... Willi. Jetzt wird's dunkel, ich sehe nichts mehr. Toll. Der macht gerade das Fassade der Butt. Was ist denn jetzt hier blockiert? So, jetzt machen wir hier vorne noch so einen kleinen Raum. Ups, ich mach gerade lange, dass die Tür aus ist, kaputt werden, dass nicht den zerschlapp. Ja, egal, kann man wieder reparieren. So, der Kamin ist schon mal fertig. Kannst du da gerne ein Feuer reinmachen, wenn wir die Steine hätten, ne? Ich hab keine Steine. Siehst du? Wusstest du schon, gell? Okay. Ich hol mal Steine. Ich versuch mal hier ein Dach zu bauen. Ein Stein. Du baust einfach das und ich hol einfach Stein. So. 3 Stein. Wir brauchen 5, gell? Ich glaube ja. Das wird ja, glaube ich, schon wieder hell, ne? Oder liegt das an der Fackel? Man weiß es nicht. Ey, geh doch jetzt dahin, du Ecke. Also, ich sehe gerade am Mond hier drauf. Ah, da ist der Troll! Ein Troll? Ja, da ist ein Troll. Nein. Aber mal, ich glaube, da sollte ich nicht hingehen, um Steine zu holen. Ich glaube, da kriege ich mehr wie Steine. Der geht weg, der geht in die andere Richtung. Aber dafür kommt ein anderes großes Vieh hierher. Na, super. Was denn? Da ist ein Berserker. Oh, das ist nicht gut. Meine Aufnahme ist schon wieder flach. Das ist gar nicht gut. Echt? Aber nur ganz kurz. Ich weiß nicht. Jetzt gehe ich dorthin, wo der Troll war. Dort werden gleich sterben. Ah. Goldsberg, Schamane. Oh, und Schamane, die sind doof. Schamane. Wie ich manche Sachen nicht aussprechen kann, gell? Was habe ich denn jetzt für ein komisches Dach hier gebaut?
Wir haben ein kleines Problem. Was denn? Da ist ein Berserker. Oh, das ist nicht gut. Der zerschlacht mich. Das ist gar nicht gut. Jetzt gehe ich dorthin, wo der Troll war. Ich glaube, wir werden gleich sterben. Ich weiß nicht, wie viel Schaden ich mit dem Messer mache. Ich glaube nicht viel. Ja. Ich treffe nicht. Oh Scheiße, meine Energie. Ich will einen Bogen schießen. Wir haben ihn aber gleich, warte. Jetzt haben wir ihn, wir haben ihn. Direkt vor meinem Auge. Wir haben ihn, die Sau. Die Aufnahme ist auch gerade schon wieder. Die Aufnahme ist gerade schon wieder. Der sehr merkwürdig. Ich hab die jetzt wieder im Auge. Ich hab jetzt, glaube ich, 6 kleiner Types, wenn ich dein Video damit sehe. Da hinten hockt der Troll immer noch. Ja, die gehen nicht weg. So, das Dach ist fertig. Das ist fertig. Das ist fertig. Ne, das Dach ist nicht fertig. Warte, dann müssen wir hier mal abreißen. Dann machen wir hier auch so ein Ding dran. Egal, Hauptsache das Ding ist zu. Ich habe immer noch nicht genug Stell. Wo seid ihr? Oh, der Troll. Der freut sich. Der freut sich schon auf unsere Haxen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, mit unserer Rüstung momentan kann man den nicht so leicht besiegen. Nö. So, ich geh mal eben rein hier. Reparieren wir eben meine Sachen. Und ich bin gerade am Sterben. So, dann mache ich hier unten noch ein kleines Brettchen. Nein, bitte nicht sterben. Ich hab 16. Drei. HP. So. Ich bringe Viecher mit nach Hause. Der Troll kommt zu uns. Ah! Hau ab, Mann. Verdammt. Ist er gerade da? Nö, hier sind so Grauzwerge, die mir ja ans Leder wollen. Und ich laufe gerade ein bisschen von dir weg, weil ich nämlich gerade verfolgt werde. Komplett low bin. Oh, ich habe gleich keine Energie mehr. Ich muss mal eben ins Haus gehen, die Tür zu machen. Ja, so. du hast ja ein Haus. Und ich stehe hier. Ich ganz gut. Ja. Aber ich habe kein Feuer. Ja, dann bringt dir das nicht viel. So. Ich habe kein Bett. Scheiße. 3. Die greifen hier voll das Haus an, die Schweine. Ich weiß. Die haben mich noch nie angegriffen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Haus standhält. Es gibt doch auch Steinwände, oder? Gibt es auch Steinwände? Ich glaube ja. Ja, später. Aber ich habe jetzt erstmal einen Spawnpunkt gesetzt. Und ich habe Karottensamen. Aber ich glaube, die bringen mir jetzt momentan nicht viel. Nein, da kannst du auf jeden Fall keinen mit erschlagen. Die sind immer noch hier. Oh. Die warten auf mich hier. Ich habe nur 22 Energie. Warum? Sie werden dich holen. Die hauen gerade unser Haus hier kaputt. Warte, ich habe gerade die 3 besiegt. Ich habe einen jetzt zu mir gelockt. Tja, ich muss erst warten, bis ich meine Energie wieder hochkriege. Ach, da kann ich ja was essen. Guck mal. Jetzt müsste die gleich wieder hochgehen. Zack. Der ist weg. Oh, ich sehe es gerade. Scheiße, wieso habe ich denn jetzt... Boah. Nein! Ich bin schon wieder ab. Das bin ich! Ja, hallo. So. Meine Güte, was ist denn hier los? Können wir auch mal die Werkbank woanders hinstellen? Mal eben hier kurz in die Ecke. Was ist? Ja, echt ärgerlich, ne? Ja. Echt ärgerlich. Dann haben wir hier noch ein Bettchen. Stellen wir hier das hin. Kann ich so. Ich lösche einfach während der Aufnahme gerade Videos. Was? Ja, ich weiß nicht, an was es liegt. Wir brauchen noch ein Feuerchen. Das brauche ich nicht mehr. Oh, da kommen schon wieder Typen, ey. Da gibt's doch nicht. Ist ernsthaft? Ja.
Es ist einfach nur zum Brechen. Guten Tag. Guten Tag. So, kann ich mal eben hier was reparieren? Wie viele Steine? Diese Drecksäcke. Ah, ich habe genug Steine. So. Sehr schön. So, dann können wir hier noch eben ein Brettchen vormachen. Okay, bauen. Spawnpunkt haben wir jetzt schon mal. Ja. Das ist schon mal gut. So. Dann haben wir jetzt hier ein Feuerchen. Und jetzt lass uns hier legen. Oh Gott. 2 und 8 und raus. Ich schlaf schon. Wie, du schläfst schon? Ja. Ich dachte, du willst jetzt warten, bis Tag ist. Oh, jetzt ist Tag. So. Stirb, du Hund. So. Zack. Der eine haut ab. So, kann man denn überhaupt schlafen hier, ne? Ne, jetzt nimmer. Ne, jetzt nimmer. Ja. Aber dafür so. Ein wunderschönes Haus haben wir jetzt. Ja, guck mal, mit Kamin. Wunderschön. Ja, geil, ne? Okay, ich würde aber allerdings sagen, dass wir jetzt noch eine andere Folge jetzt für das Skelettding machen. Ich weiß mal jetzt nicht, wie viel die Rohaufnahme ist, weil es ja bei mir die ganze Zeit abschmiert. Ja. Okay. Dann mock wieder zu. Jo, Leute. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Valheim. Mit dem verrückten Potato. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.